Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Mila, ich studiere Humanmedizin im 8. Semester an der Johannes Kepler Universität in Linz. Und dieses Video zeigt euch, wie ich den AstraZeneca-Impfstoff bekommen habe. Das ist einer der Impfstoffe gegen die Covid-19-Erkrankung und ich habe mir gedacht, ich vlogge das ein bisschen für euch, weil ich glaube, dass das vielleicht ein paar Leute interessieren könnte. Hier ein paar einleitende Worte. Warum habe ich einen Impfstoff bekommen? Ich habe deswegen einen Impfstoff bekommen, weil ich eben Medizinstudierende bin. Ich arbeite auch nebenbei im Krankenhaus im OP, gehöre deswegen zu jenen Leuten, die eng mit der Risikogruppe, also mit den PatientInnen der Risikogruppe in Kontakt stehen. Und diese PatientInnen gehören natürlich geschützt. Und deswegen habe ich jetzt einen Impfstoff angeboten bekommen und dieses Angebot auch angenommen. Die zweite Frage, die ich gern aufklären möchte, bevor das Video losgeht, ist generell, wie ich zu Impfungen stehe. Bezüglich Impfungen vertrete ich die Meinung der Wissenschaft. Das bedeutet, dass ich mich im Vorfeld über die AstraZeneca-Impfung auf Foren wie PubMed.com oder New English Journal of Medicine informiert habe. Ich kann euch auch gerne ein paar Studien in der Infobox dazu verlinken, dass ihr euch das selber ein Bild machen könnt, wie man sich wissenschaftlich über Medikamente, Impfungen, alle möglichen Sachen informiert. Und die dritte Sache, bevor mir das irgendjemand vorwirft, ich bin nicht gesponsert von irgendeiner Impfstofffirma. Wenn ich das wäre, müsste ich das rechtlich gesehen sagen. Ich bin nicht gesponsert. Ich mache das echt nur zur Entstigmatisierung, weil es mir persönlich auch wichtig ist, dass ich meine Erfahrungen teile und gerade jetzt den ganzen medialen Hype um den AstraZeneca-Impfstoff ein bisschen abschwächen kann vielleicht. Es ist jetzt 2 Wochen nach der Impfung. Ich habe überhaupt keine Beschwerden. Mir geht es ganz normal, so wie immer. Der zweite Impftermin wird bei mir Mitte Juni sein, also so 11. 12. Juni herum. Genau. Ich habe dieses Video einfach machen wollen, weil ich mir gedacht habe, es ist ganz interessant für euch wahrscheinlich zu sehen, wie ich darauf reagiert habe, beziehungsweise wie das Ganze abgelaufen ist. Ich habe euch auch immer so Zeitangaben unten dazu geschrieben, damit ihr euch da selber ein bisschen besser auskennt. Deine ganzen Updates, die ich gemacht habe. Und ja, kurz noch, ich weiß, ich sage das immer, aber es wird mir einfach helfen, wenn ihr dem Video ein Like gebt, wenn es euch gefallen hat, beziehungsweise meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Vielen, vielen Dank dafür und ja, viel Spaß beim Video. Moment. Guten Morgen, hallo. Wie ihr wahrscheinlich gerade in der Einleitung von diesem Video gehört habt, bin ich gerade auf dem Weg zur Uni. Ich werde heute geimpft. Mit AstraZeneca oder Seneca, ich weiß nicht genau, wie man das richtig ausspricht. Und das ist eine Impfaktion für Medizinstudierende und ich freue mich schon mega. Ich habe mir heute für den restlichen Tag nichts mehr vorgenommen, weil ich von meinen FreundInnen weiß, dass manche von denen Impfreaktionen, keine Nebenwirkungen, aber Impfreaktionen bekommen haben. Das bedeutet, sie waren einfach ein bisschen fertig für den restlichen Tag. Ich habe mir gedacht, ich dokumentiere das quasi für euch ein bisschen. Also momentan bin ich einfach nur in Linz unterwegs. Mein Impftermin ist um 9 und jetzt ist es glaube ich 8:30, also ich bin super early. Aber man muss eh ein bisschen früher da sein und genau, ich habe die ganzen Utensilien mitgenommen, die man mithaben muss. Also so E-Card, Studierendenausweis, Anmeldeformular und Impfpass. Das war das vierte. Genau, das habe ich alles mit. Und man muss nach der Impfung dann noch 20 Minuten dort bleiben zur Beobachtung. Und ja, ich bin außerdem gerade am Hauptbahnhof erkannt worden von einer Viewerin namens Nayla. Es ist ein wunderschöner Name. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Also danke, dass du Hallo gesagt hast. Das war echt mega cool irgendwie. Wir haben gemeinsam auf die Straßenbahn gewartet. Also falls ihr mich mal irgendwo seht, ich weiß ja natürlich nicht, wie ihr aussieht, aber ihr erkennt ja mich, dann sagt auf jeden Fall Hallo. Ich finde das immer super, super nett. Also ja, danke Nayla. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag. Jetzt gleich filmen kann, aber I'll try. Aber ich weiß eben nicht, ob die überhaupt, also wie schnell das geht und keine Ahnung. Aber ich bin gerade noch in der Wartezone und werde es dann aufgerufen.
Was für Semester sind Sie schon da? Im 8. Semester bin ich. Ja, ja, das sag ich schon. Schon im fortgeschrittenen Alter. Ja, schon ein bisschen im Endspurt, gell? Ich muss gerade noch 20 Minuten warten, bis sie mich gehen lassen, damit sie beobachten, ob ich Impfreaktionen habe, also so akute, schwere Impfreaktionen. Aber wir sind in einer Wartezone und es gibt Wasser zur freien Entnahme. Ja, muss ich noch 15 Minuten warten. Und yeah, es hat überhaupt nicht wehgetan, aber da rede ich später noch ein bisschen drüber. Kurz vor 10:30 und ich habe genau vor 1,5 Stunden meine Impfung bekommen. Fühle mich voll gut. Also ich habe irgendwie noch überhaupt keine Symptome und so. Die Ärztin war super, super nett und sie hat auch eben gemeint so, dass es eben zu Impfreaktionen kommen könnte. Sprich, dass es sich rötet, dass es anschwillt, also so eine leichte Schwellung irgendwie entsteht, dass es wehtut, whatever. Oder eben auch, dass man Fieber entwickelt und grippige Symptome bekommt. Und sie hat aber gesagt, das ist grundsätzlich normal, was ja auch stimmt, das sind ja normale Impfreaktionen. Aber falls die irgendwie länger andauern sollten als 2 Tage, sollte man einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen, damit die das quasi weiterleiten können. Ich habe auch von einer guten Freundin, von der Ellie, gestern Mexalen-Zäpfchen bekommen. Deswegen keine Tabletten, weil Zäpfchen viel schneller wirken als oral eingenommene Tabletten, aber ich habe jetzt noch nichts genommen vorher, weil man das auch vorher nicht wirklich nehmen sollte, damit man eben ja nicht die Immunantwort irgendwie einschränkt. Aber falls ich irgendwie spüre, dass es irgendwie schlechter wird oder dass ich Schüttelfrost bekomme oder dass ich Schmerzen bekomme oder so, habe ich das daheim, was ich ganz gut finde. Wie gesagt, ich mache jetzt irgendwie mal ein bisschen Uni-Zeug wahrscheinlich. Ich muss auch noch mein Video für morgen schneiden, das habt ihr letzte Woche gesehen. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt sein wird bei mir. Ich habe grundsätzlich nach Impfungen voll selten Reaktionen, außer dass mir der Arm ein bisschen wehtut. Insofern bin ich echt gespannt, wie sich das jetzt bei mir entwickeln wird. Ich habe von vielen FreundInnen gehört, dass denen dann nicht so gut gegangen ist. Also mal sehen. Aber ich möchte nicht davon ausgehen, weil wenn ich mir schon einrede, dass was kommen wird, dann kommt auch fix was. Ich möchte irgendwie da ein bisschen einfach wenig drüber nachdenken und es so nehmen, wie es kommen wird. Stunden her und ich habe immer noch keine Reaktionen. Ich möchte jetzt auch nicht drauf warten, aber ich wollte euch nur updaten. Der Arm tut mir ein bisschen weh an der Einstichstelle, aber nicht wirklich und ich finde das auch nicht so einschränkend, ehrlich gesagt. Aber habe mittlerweile Mittag gegessen, habe ganz normalen Appetit, habe, wie gesagt, keine Müdigkeit oder was auch immer. Schauen wir, wie es weitergeht. Mittlerweile sind fast 5 Stunden vergangen seit der Impfung und ich habe immer noch keine systemischen Beschwerden. Ich bin ein bisschen müde, aber ich glaube, das ist eher so das allgemeine Nachmittagstief, das ich eh immer habe. Ich habe ein bisschen lokale Schmerzen, aber das ist wirklich, wirklich gering. Also ich weiß gar nicht, ob ich mir das vielleicht nicht mehr einbilde. Jedenfalls ist heute so ein schöner Tag und ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt einfach mal eine Runde raus und hoffe, dass die frische Luft mich ein bisschen munterer macht. Und genau, neues Update folgt in Kürze. Oh,
Es ist um die 18 Uhr herum, das heißt, die Impfung ist bei mir jetzt circa 9 Stunden her und ich habe mit FreundInnen gesprochen, die die Impfung schon bekommen haben und die haben alle gesagt, so zwischen 10 und 14 Stunden haben bei ihnen die Impfreaktionen angefangen. Es haben nicht alle von meinen Freundinnen, die AstraZeneca bekommen haben, Impfreaktionen gehabt, aber die es bekommen haben, haben es nach 10 Stunden bekommen. Also bin ich echt gespannt. Mir geht's eigentlich dabei immer noch unverändert gut. Der Arm tut mir ein bisschen weh, aber das habe ich immer noch Impfungen. Und ja, mal sehen. Es ist 20.08 Uhr und ich liege schon bei mir im Bett, wie ihr unschwer erkennen könnt. Nicht, weil es mir schlecht geht, es geht mir eigentlich immer noch genau gleich. Also keine Veränderung bis jetzt. Der Arm tut mir ein bisschen mehr weh, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist nicht schlimm. Aber ich bin ziemlich müde. Ich glaube nicht, dass das mit der Impfung zusammenhängt, sondern mit der Tatsache, dass ich die letzten Tage einfach voll wenig geschlafen habe. Und darum habe ich mich jetzt einfach mal ins Bett gekuschelt und werde jetzt dann ein bisschen Nintendo Switch spielen. Es ist mittlerweile 11 Stunden nach der Impfung, was komplett in der Zeit ist, die meine FreundInnen, die Impfreaktionen gehabt haben, angegeben haben als so Startzeit von ihren Symptomen. Ich werde euch dann natürlich up to date halten. Wie gesagt, momentan 20 Uhr. Ich fühle mich gut. Mal sehen, wie das weitergeht. Und ja. Hm. 9.18 Uhr. Und ich habe ein bisschen Kopfweh. Es ist so... Wie so ein Migräne-Kopfweh, das anfängt. Ich habe manchmal Migräne, Gott sei Dank nur selten, aber trotzdem. Und das fühlt sich genauso an. Und ein bisschen kalt ist mir, wobei ich nicht weiß, ob das nicht einfach wirklich deswegen ist, weil ich wirklich nicht viel geschlafen habe die letzten paar Tage. Aus verschiedensten Gründen. Drum habe ich mir gedacht, ich werde es einfach mal probieren zu schlafen und hoffe einfach, dass ich die Nacht durchschlafen kann, so gut es geht. Und wenn nicht, dann werde ich euch auf jeden Fall updaten und sonst bekommt ihr in der Früh ein Morgen-Update. Ich habe mir außerdem hier so Mexalen-Zäpfchen hingelegt, nur für den Fall. Ich habe noch keine genommen, weil ich momentan nicht wirklich finde, dass ich was brauche. Ich habe generell nicht so eine niedrige, also ich habe eine relativ hohe Schmerzgrenze, aber mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt und genau. Gute Nacht. Hallo. Ich kann mich gerade nicht sehen. Es ist 1.40 Uhr und ich bin gerade aufgewacht und habe so mittelstarke Kopfschmerzen und mir ist ziemlich schwindelig. Ich bin irgendwie froh, dass ich im Bett liege. Es ist ein bisschen besser, wenn ich mich dann anders hinlege. Also ich wechsle gerade irgendwie Positionen von am Bauch liegen, am Rücken liegen, auf der Seite liegen, wobei ich nur auf der einen Seite liegen kann, weil mir der Arm wehtut. Ja, voll. Ich habe jetzt immer noch nichts genommen, weil ich es immer noch irgendwie probieren möchte, dass ich es ausschlafen kann. Jedenfalls ist das der momentane Status. Ich hoffe, es geht weg. Das Schwindeligsein ist ziemlich anstrengend, aber ja. Guten Morgen, es ist 6.47 Uhr und ich bin gerade aufgewacht. Kopfweh ist weg, Schwindel ist weg. Ich muss lediglich gerade echt dringend aufs Klo. Ich habe dann gestern tatsächlich noch eines von diesen Mexalen-Zäpfchen genommen, weil es richtig, richtig krass war und ich wollte irgendwie schlafen können. Und die haben dann wirklich schnell und wirklich gut geholfen. Also ich hoffe, dass das heute auch wieder so sein wird, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Und genau, der Arm tut mir ziemlich weh, aber es ist auszuhalten. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter schlafen. Morgen, es ist 9.40 Uhr und mir geht's gut. Es ist jetzt ziemlich genau 24,5 Stunden her, seitdem ich die Impfung bekommen habe. Und ich habe euch ja eh vorher schon erzählt, mitten in der Nacht, was ein bisschen so mit so Schwindel und Kopfweh und leichter Übelkeit. Dann habe ich eben dieses Paracetamol genommen. Und jetzt geht's eigentlich voll. Mir ist nicht mehr schwindelig, ich habe keinen Kopfweh mehr. Das Ding ist, wird es mit der Impfung zusammenhängen? Ja, bestimmt. Aber ich habe halt auch einfach wirklich die letzte Woche nicht wirklich viel geschlafen und so. Darum, glaube ich, ist das ein Mischfaktor zwischen Erschöpfung und Impfung. Ja, jetzt ist wieder alles gut. Ich habe gute 12 Stunden geschlafen, was richtig krass ist. Der Arm, also ich kann ihn normal bewegen und heben, aber es ist wirklich wie, wenn ich einfach einen Muskelkater hier oben hätte. Das ist nicht so arg, also ich kann ihn normal bewegen, aber ich glaube, ich will es irgendwie nicht gerne Krafttraining oder so damit machen. Versteht ihr, was ich meine? Naja, okay. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Thank you.
das war es auch schon. Ich habe dann nicht mehr weiter gevloggt, weil ich irgendwie keine Beschwerden hatte und weil es mein Leben einfach unverändert weitergegangen ist. Ich habe an dem Tag, am nächsten Tag nach der Impfung, dann auch einen Ausflug mit meiner Mama gemacht und ich habe keine Beschwerden mehr gehabt. Also, ja. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen. Wie gehabt, es wäre voll cool, wenn ihr dem Video ein Like geben könntet, wenn es euch gefallen hat und meinen Kanal abonniert. Und wir sehen uns nächste Woche. Ciao!